Erster Tag, Sommer, Jahr 1. Oh, Donzi spielt gerade. Hat mir mein Handy gesagt. Jo. Wir haben Sommer! Sommer! Wir sind Sommer angekommen. Das ist doch Was voll steht denn gut. Ich hier? muss mal ganz kurz außerhalb vom Spiel noch was gucken. So. Alles kaputt, alles wegmachen. So. Ich traue meinem Handy einfach nicht, dass es immer alles anzeigt, was irgendwie los ist bei mir. Wieso? Weil es einfach oft nicht hat. So, So. jetzt gucke ich mal, wie Jetzt man kann den ich. Sprinkler baut, bevor wir hier irgendwas machen. Ja, und dann bauen wir doch bitte ein paar. Oder willst du jetzt mit hier planen? Wir können schon zusammen planen. Ich guck mal. Aber ich brauche Goldbarren dafür, die haben wir noch nicht. Für den Qualitätssprinkler. Oh nein, aber wir lassen Lücken für den Qualitätsspringer. Also ich bin dafür, dass wir jetzt immer reinmachen mit drei nach unten und dann nach rechts, dass wir halt immer dann diese 8x8 Felder kriegen und dann immer eine Reihe freilassen. Das finde ich Wir haben voll noch keinen schön. Ahornsirup, oder? Nee. Wie stellt man den her? Damit? Können wir das Loch wieder zumachen? Kann man da rein? Nee. Wie mache ich einen Ahornsirup? Den machen wir, indem wir eine von diesen Zapfsäulen an Ahorn ranmachen. Schade. Ich hätte nämlich gern hier Bienendings gemacht. Ah, dann bau doch noch mal so ein Zapfding und häng's an den Ahorn ran. Holz und Kupfer verbannen. Nee, falsch. Nee, doch richtig. Holz haben wir hier drin. Kupfer verbannen. Haben wir denn hier irgendwo noch ein Ahorn? Woran erkenne ich denn ein Ahorn? Was davon ist ein Ahorn? Das ist eine gute Frage. Also die Tannen lassen sich ja relativ gut erkennen, aber ab dann wird es schwierig. Ich packe einfach mal hier eins ran. Keine Ahnung. Ich nehme mal dich. Wollen wir lieber einen Stein oder lieber ein Holz? Jetzt ist es zu spät. Ich habe angefangen, Holz zu bauen. Was? Stein oder Zaun? Holzpfad? Ach so, Pfad. das ist mir bewusst. Das darfst du gern machen, wie du willst. Ich gehe mal zum Schmied, meine Sachen aufwerten. Oh, wenn du gehst, könntest du ein paar Samen kaufen. Erstmal gehe ich zum Schmied Sachen aufwerten, dann auf dem Rückweg hole ich Samen. Danke. Noch kurz die Abzweigung, ob hier irgendwas da ist. Jetzt nehme ich schon was zu einsammeln. Da habe ich schon die Edelwicke zum Abgeben. Voll das Dschungelmäßige hier. Wie die Lianen von den Bäumen hängen und so. Voll cool, ne? Oh, ich mag Sommer. So, erst zum Schmied. Wir wollen zum Schmied zuerst. Gärtnern ist eines meiner Hobbys, deswegen freue ich mich schon auf das warme Wetter. Ich glaube, das mit dem Gelben ist Ahorn. Dann habe ich es ja richtig gemacht, zumindest eins davon. Schön, ist der Eisstand hier aufgebaut. Nee, nicht dahin. Dahin will ich. Ja, stimmt, das geht echt nicht. Das ist sehr doof. Hallo Schmied, Werkzeuge verbessern. Ich hätte gern die Kupfer-Axt. Ich fange damit so bald wie möglich an. Ich sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ich habe jetzt keine Axt für ein paar Tage, ne? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, genau. Sprich, Bäume musst du jetzt abhauen. Sonst kann ich das nämlich nicht Das tun. hätten wir eigentlich am Ende machen sollen, ne? So Sachen, auch Gießkanne, wobei Gießkanne verbessern, finde ich, lohnt sich eigentlich gar nicht, weil man ja sowieso Läuft halt ein im bisschen weniger hin und Idealfall. her, wow. Ja, vor allen Dingen hat man ja sowieso dann im Idealfall irgendwann die Sprinkler und muss gar nicht mehr bewässern. So, Melonen. Holen wir mal ein paar Melonen warm. Ah, und so Blaubeeren und Peperoni und so Kram, die sich wieder refreshen. Wäre super am Anfang. Kann aber danach mehr was ganz werden. Okay. Und Artischocken brauchen wir unbedingt, ganz viele Artischocken. Also Artischocken darfst du ruhig richtig reinhauen. Ich glaube, ich kann bei allem überall richtig reinhauen, tatsächlich. Ja, bitte. Wir müssen ja auch nicht alles heute pflanzen. Wir können ja auch noch morgen was pflanzen. Das muss ja nicht sofort sein, alles. Sommerschmuckser, die ist keine Artischocke dabei. Oh shit, okay. Die Weizen ist bräuchten dabei, Eier, Radieschen, Mist. Mohn. Ja, nee, dann kauf halt von den anderen Sachen auch recht.
Hopfen kann ich noch. So. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, langt für noch ein Feld. Sonnenblumen. Okay. Hat für fast alles gereicht. Nice. Ey, wir haben mal für 7000 am ersten Tag einkaufen gegangen. Richtig gut. Siehst du, ich befehle nicht nur, ich lobe auch. Hast du fein gemacht. Ich glaube, ich habe dir gerade nicht zugehört. Was hast du gesagt? Siehst du, wenn ich nett bin zu dir, hörst du es nicht. Wir haben aber keinen Dünger mehr, oder? Ach doch, wir hatten den Speed-Dünger noch, ne? Wir können auch nochmal frischen machen. So ein bisschen Harz. Geschwindigkeitswachs. Wir sollten nicht machen ohne Dünger. Das wäre voll die Verschwendung. Dann hacke ich noch lieber noch ein paar Bäume. Dann hacken wir noch ein paar Bäume. Hier oben packe ich mal Geschwindigkeitswachs hin. Dann packe ich da die Peperoni hin, die Blaubeeren. Damit die mehrfach. Lass kann. Immer frei, gell? Wegen, wir machen doch dann später Ich dachte, dass du jetzt hast so gehackt, wie ich pflanzen soll. Dann hättest du beim Hacken was freilassen sollen. Ja, alles gut. Du lässt jetzt einfach, du fängst jetzt hier rechts an und lässt dann hier in der Mitte einen Platz frei. Und dann der nächste hier einen Platz frei. Soll ich das jetzt ernsthaft markieren? Hier ist er halt. Da freilassen. Nee. Eins. Macht er nicht bloß eins direkt drumrum immer? Was? Macht er nicht immer nur eins direkt drumrum? Ja, genau. Ja, aber deswegen lassen wir ja auch zwei frei, weil dann kommt ja da der nächste hin. So. Jetzt hast du gerade einen schönen Dünger kaputt gemacht. Sorry. Und daran kannst du dich jetzt orientieren, weil die sind alle gleich. So, mach ich dir das hier noch hin. Und jetzt muss ich erstmal was essen oder schlafen. Ich glaube, ich döse eine Runde. Du hast jetzt erstmal einen Moment was zu tun, oder? Bisschen. Hm. Und dann packe ich ein paar Bäume. Das hört sich aber nicht nach Schlafen an. Was? Dieses Zischen. Das war ein Energy Drink. Hab ich mir schon gedacht. Hätte ja auch ein Bier sein können. Kann man das mehrfach ernten? Das ist die Blume. Das da kann man noch mehrfach ernten. Oder ich gebe dir meine Axt, du hast ja noch Energie. Ich habe nämlich keine Energie mehr. Nimm doch einfach meine Axt. Und dann... Oh, mit denen musst du ein bisschen aufpassen. Warum? Weil wir sonst nicht mehr an die rankommen. Ich wollte doch hier nur eine Wand machen. Ja, das ist in Ordnung, aber dann hier unten quasi nicht nochmal an der Wand, weil dann haben wir nämlich ein Problem. Ist schon. Hast du die. Ich hab die gedüngt, ja. Nee, hast du die restlichen. Du hast jetzt allen Dünger genommen. Den, die wir noch hatten, ja. Hier ist aber nochmal Geschwindwachsdünger. Den habe ich nicht gesehen. Dann nehme ich mal den. Weil damit kann ich dir helfen, da brauche ich ja keine Energie für. So. Das ist für die Dinger, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das sieht aber anders aus als dein Geschwindwachsdünger. Nee, ist grau, wie meine auch. Da ist nur schon was gesät. Hier ist schon Blaubeeren drauf. Ach bei so. Dem hier oben. Ah, verstehe. Ja, ja. So, was packe ich denn jetzt da drauf? Weil soll der nicht so was Hohes machen. Ich kann Mais da drauf packen. Oder Sonnenblumen. Ach so, willst du das machen? Ja. Nochmal Sonnenblumen drauf, weil da kriegt man von Sonnenblumen kriegt man direkt nochmal Samen. Hier ist noch kein Dünger, guck mal. Aber ach so, wir hätten vorher gucken sollen, wo die Plätze frei lassen müssen. Und die da oben danach richten. Dann ist es jetzt halt nicht so, dann mach's halt einfach drüber. Magst du vielleicht ein paar Samen in die Truhe legen, dann kann ich mitmachen. Oder Dünger. Dünger habe ich nämlich jetzt keinen mehr. Ich habe auch keinen Dünger mehr. Haben wir noch Wachs? Nope, ich habe nur noch ein einziges. Magst du fällen? Ich kann nämlich nicht. Bin hier schon dabei. Dann lege ich jetzt hier meine Samen ab. Irgendwo hat man noch Melonensamen übrigens. Dann fange ich schon mal an oben zu gießen. Musst mir aber deine Axt geben.
Die ist in dem Ding, wo ich jetzt gerade bin. Die hast du doch vorhin erst gesehen. Bup, 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 bup. Und dann gieße ich schon mal, aber ein bisschen Energie habe ich noch. Und trinke dann halt zwischendurch mal eine Joja-Cola oder so. Ich würde eh heute nicht alles aussehen, das schafft man nicht. Schafft man nicht, nee, natürlich nicht, aber... Die Sprinkler starten immer um 6 Uhr, deswegen brauchst du beim Jahreswechsel die Gießkanne, zudem umso besser, umso mehr Wasser ist drin. Ach so, du meinst beim... Weil ich weiß, dass wenn dann die aufrüstet, dann mehr Wasser drin ist, das weiß ich. Aber das ist doch egal, wenn die um 6 Uhr starten, ist doch Wurst, wann man gießt in dem Spiel. Dachte ich. Dachte ich ehrlich gesagt auch. Vor allem dafür, dass ich gerade gefragt wurde, ob man lieber Stardew Valley nimmt oder Gravekeeper, finde ich interessant, dass ich jetzt Tipps von demjenigen kriege. Bisschen lustig. Cool. Ja, beim Jahreswechsel sind die Felder kaputt. Das haben wir gerade hinter uns. Wir haben nicht gerade den ersten wieder. Genau da an dem Punkt sind wir gerade, dass die Felder kaputt sind, in Anführungszeichen. Deswegen machen wir ja gerade alles neu. Genau. Alles neu, macht der Mai, macht die Seele frisch und frei. In dem Punkt sind wir gerade. Oh. Was ist jetzt kaputt? Achso. Ich wollte was zu tun? Rechtzeitig vorher eine Joja trinken, aber dann trinke ich die eben jetzt. Komm, wir Moment. Ballern uns Energy Deswegen Drink sind rein. Die nicht bewässert, weil nicht gehackt. Wir haben überhaupt keine Sprinkler gemacht. Deswegen waren die nicht bewässert. Wir haben nur Platz gelassen, wir haben aber noch keinen Gold für Sprinkler. Das ist das Problem. Aktuell müssen wir noch selbst bewässern. Wir können das Bewässerungsgerät noch nicht herstellen. Wir müssen tiefer in die Mine dafür. Hast du jetzt noch Dünger hergestellt? Weil ich keinen Sinn. Nee, konnte ich noch nicht. Komm jetzt zurück. Ich kann Sinn drin sehen, die Gießkanne bringt ja auch nicht viel. Du hast doch direkt Wasser daneben. 3 Meter weiter. Ups, ich wurde gehauen. Wozu soll ich denn die Gießkanne upgraden? Hast du noch Samen bei dir? Nein, die habe ich alle oben reingetan, habe ich doch gesagt. Oh, Entschuldigung, habe ich gepennt. Weil ich habe hier gepennt und habe gedüngt Sachen, die wir gar nicht hätten düngen müssen wegen dem Platz. Aber dann würde ich sagen, wir sehen da trotzdem irgendwas drüber, was einfach schnell verschwindet ist. Ich habe gerade schon gedingens, aber da läuft ein Viech rum. Na, das ist ja nicht schlimm. Ja, genau, man muss aufpassen. Ah, das geht schnell. Guck, schon ist es weg. Halt, das war hier falsch. Ich dachte, es wären mehr gewesen. Jetzt habe ich noch 9. So, jetzt haben wir noch 12 Dünger. So. Ja, schaffen aber wahrscheinlich nicht mehr viel, ne? Ich würde es jetzt nicht mehr drauf anlegen, tatsächlich. Ich wollte ja alle nehmen, Mais, verdammt. Ups, nee, nicht das. Dann geh mal lieber schlafen, komm, wenn du so erschöpft bist. Ne, ich will jetzt zumindest da, wo ich gedüngt habe, noch was hinpflanzen, also. Sorry. Warum hat Mubot gerade @Mubot ich auf Twitter geschrieben? What the fuck? Was? LOL, ich weiß warum. Ich habe einen Command eingerichtet, wo man halt meinen Twitter-Link kriegt. Und da habe ich reingeschrieben, dass derjenige, der den Command auslöst, auch sozusagen mit als Name drin vorkommt.